In diesem Tutorial werden wir uns die Produktregel der Ableitung ein bisschen näher anschauen. Ein erster Gedanke dazu wäre, wann diese Produktregel überhaupt anzuwenden ist. Deshalb schauen wir uns ein paar Beispiele. Im ersten, man erkennt eigentlich ganz einfach, dass die Funktion aus einem Produkt aus zwei Teilfunktionen besteht. Also das bedeutet, hier wäre sie notwendig. Dagegen, auf der rechten Seite, sind die Terme mit, in diesem Fall mit Plus verbunden, dann wäre es nicht notwendig. Also, hier sozusagen keine Produktregel, hier müsste man jeden einzelnen Term einzeln ableiten. Genauso auch bei der nächsten, hier klar erkennbar, zwei Terme, beide beinhalten ein x, deshalb die Produktregel. Hier sind sie wieder getrennt durch, in diesem Fall durch eine Differenz, genauso gut könnte auch Plus sein. Da ist es nicht notwendig, die Produktregel anzuwenden. Und beim letzten Beispiel, auch gut erkennbar, dieser Term und dieser Term werden wieder mit mal verknüpft. Beide beinhalten ein x, also die Produktregel ist notwendig. Hier an der Stelle, so geschrieben mit dem Plus dazwischen, nicht mehr. Nachdem wir angeschaut haben, wann die Regel zu anwenden ist, wollen wir uns kurz die Formel anschauen. Die Formel ist recht einfach. Also, man hat Produkte aus zwei Funktionen, hier allgemein bezeichnet mit u von x und v von x. Und man muss sie dann nach folgender Regel ableiten. Also, zuerst die erste Funktion ableiten, zweite abschreiben, beziehungsweise die erste abschreiben, zweite ableiten. Natürlich kann man die Reihenfolge auch vertauschen, das spielt keine Rolle, ist Geschmackssache. Dann schauen wir uns dafür ein einfaches Beispiel. Und zwar, ich hoffe, hier ist auch klar erkennbar, in diesem Fall wäre u das x² und v unser Sinus x. Also können wir gleich loslegen. U' ist dann entsprechend 2x mal v mal Sinus x plus x² und Sinus abgeleitet ist natürlich Cosinus x. In diesem Fall könnte man eventuell noch das x hier aus beiden Termen ausklammern, also eine Zusammenfassung macht aber nicht wirklich Sinn. Als nächstes ein paar interessantere Beispiele, so ungefähr auf Abiturniveau. Also, auch hier erkennen wir problemlos, das ist unser u und das ist unser v. Deshalb können wir loslegen. Und zwar u' ist eine verkettete Funktion, deshalb müssen wir die Kettenregel anwenden. Also 4 kommt vor, dann haben wir 2x minus 5 hoch 3 mal die innere Ableitung, die ist natürlich 2. Das ist unser u', dann mal v plus u, das sind dann 2x minus 5 hoch 4 mal. Und v ist wiederum verkettet. Wir nennen es, die E-Funktion wird zuerst abgeschrieben und dann kommen auch mal die innere Ableitung. 2x abgeleitet sind 2. So, das Ganze könnte man hier an der Stelle noch ein bisschen zusammenfassen. In erster Reihe könnten wir die Exponentialanteile dieser Funktion ausklammern. Natürlich kann man auch die 2 nehmen. In diesem Fall könnte man auch noch ein bisschen von der Klammer die hoch 3er Potenz ausklammern, aber wir wollen ja nicht übertreiben, deshalb nehmen wir einfach hier an der Stelle nur das e hoch 2x vor und dann schreiben wir das, was noch übrig ist. Beim ersten Term 4 mal 2 sind 8 mal die Klammer und bei zweiten Term können wir die 2 vorziehen und dann haben wir 2 mal die Klammer. Wie gesagt, hier könnte man noch ein bisschen mehr machen und ausklammern, aber im Prinzip so reicht es im Moment aus. Bei unserem zweiten Beispiel ist das hier u und das hier v. Und dann ist u' 6x² mal v, 3e hoch 1 Drittel x, plus 2x hoch 3 und die e-Funktion ist wieder verkettet. Also abschreiben und dann mal die innere Ableitung, also mal ein Drittel.
Zuerst sollte man erkennen, dass sich die Dreier hier kürzen und dann mit der gleichen Taktik wie oben könnten wir die e-Funktion ausklammern. Da haben wir e hoch 1 Drittel x, Klammer auf. Beim ersten Term bleiben dann 6 mal 3 sind 18x². Und beim zweiten Term sind nur noch plus 2x hoch 3. Also, auch hier könnte man noch die 2 mit ausklammern, noch ein x hoch 2, aber ich glaube, das ist die übersichtlichste Form. Beim letzten Beispiel haben wir wieder eine Funktion char. Keine große Sache, wir erinnern uns, der Parameter hier an der Stelle a ist natürlich wie eine Zahl zu behandeln beim Ableiten. Deshalb wenden wir erneut die Produktregel an. Wir nennen uns ln x abgeleitet ist 1 durch x mal Sinus von ax plus 1 plus ln von x mal Sinus wird zu Cosinus ax plus 1 und dann wieder die innere Ableitung ist a. Viel kann man hier nicht mehr zusammenfassen, das ist ja auch typisch bei trigonometrischen Funktionen, kann man nur bedingt irgendwas zusammenfassen oder schöner darstellen. So können wir es dann stehen lassen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Es gibt noch eine dritte große Ableitungsregel, sie heißt Quotientenregel. Die wird dann in ein anderes Tutorial behandelt. An dieser Stelle geht es nur darum, wie man diese Quotientenregel umgehen kann mit Hilfe der Produktregel. Dafür schauen wir uns folgendes Beispiel an. Also, wir haben hier einen Bruch, den kann man wieder umschreiben. Und zwar das e hoch minus 2x vom Nenner kann man nach oben ziehen, im Zähler als e hoch 2x. Und dann kann man an der Stelle wieder u und v ganz gut erkennen. Entsprechend können wir es dann auch mit der bereits besprochenen Regel ableiten. Wir haben dann 2 mal e hoch 2x plus 2x mal, die e-Funktion ist wieder verkettet, also äußere mal innere. Und am Ende kann man noch ein bisschen zusammenfassen. Also dieser Exponentialanteil wird jetzt noch ausgeklammert. Und dann bleibt beim ersten Term nur die 2 übrig und beim zweiten 2x mal 2 sind dann entsprechend 4x. So sieht es kompakter aus. Mit der gleichen Taktik können wir auch auf der rechten Seite vorgehen. Das bedeutet Sinus von 3x mal x hoch minus 2. U und v, glaube ich, gut erkennbar. Und dann ableiten. Also Cosinus von 3x mal 3 mal x hoch minus 2 plus Sinus von 3x mal, die minus 2 kommt vor und dann haben wir x hoch minus 3. Minimal kann man das ein bisschen sauberer schreiben. X hoch minus 2 mit der 3 wieder nach vorne ziehen und unter den Bruchstrich schreiben. Dann haben wir 3 durch x hoch 2 mal Cosinus von 3x. Genau die gleiche Taktik auch hinten. Minus 2 wandert vor und x hoch minus 3 unter dem Bruchstrich und dann mal Sinus von 3x. So, ein letzter Gedanke. Die Produktregel ist nicht immer gut geeignet, um die Quotientenregel zu umgehen. Deshalb in manchen Fällen lieber doch die Quotientenregel nehmen, aber das werden wir dann in ein anderes Tutorial klären.